Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ihr habt mir auf Instagram sehr intime Fragen gestellt und die werde ich jetzt beantworten und ich bin sehr gespannt, was dabei ist. Also ich habe selbst noch nicht reingeschaut, aber ja, bin sehr gespannt und mal gucken, wie oft in der Woche. Ja Leute, das kommt immer drauf an. Also ich kann gar nicht so sagen, ja irgendwie dreimal die Woche oder dreimal am Tag oder keine Ahnung, einmal im Monat, weil es wirklich immer drauf ankommt. Ich habe manchmal so Phasen und habe ich so locker 4-5 Mal in der Woche und dann, keine Ahnung, jetzt in letzter Zeit, ich habe gar nicht so viel Sex, obwohl meine Freundin ja da ist, aber ich habe manchmal so richtig Lust und manchmal halt gar nicht. Also das kann ich gar nicht so konkret sagen, es kommt immer drauf an. Und bei euch, schreibt es in die Kommentare. Benutzt du Sexspielzeug? Klar. Ja, doch. Also nicht immer, muss jetzt nicht sein, aber ja, manchmal schon voll viele, gerade Männer, die fragen dann so, ja, aber du als Lesbe, warum, also dann bist du ja gar keine richtige Lesbe, wenn du dann doch Sexspielzeug benutzt, weil es ja das Gleiche, aber es ist halt trotzdem nicht das Gleiche, weil es ja, sag ich mal, trotzdem, selbst wenn ich ein Dildo benutze, ist ja kein männliches Geschlecht. Also es heißt ja nicht, dass ich das Gefühl mag ich ja trotzdem, aber ich mag halt das männliche Geschlecht nicht. Also ja, ich benutze auch Sexspielzeug. Was ist das denn? Bist du eher Geber oder Füger beim Sex? Was ist denn Geber oder Füger? Okay, also wenn ihr meint, wer der Dominantere ist, ich nicht. Also ich bin eher die Devote. Okay, weiter. Wie oft rasierst du dich? Jeden Tag eigentlich. Also früher nicht so oft, um ehrlich zu sein, aber jetzt, wie sich das anhört, früher nicht so oft. Aber früher zum Beispiel im Winter habe ich nicht jeden Tag meine Beine rasiert. Aber jetzt, ich bin ja auch gelasert, deswegen ist sowieso fast alles weg. Also ich muss noch, ich glaube, ich brauche noch 2 oder 3 Behandlungen. Aber das, was noch da wäre, rasiere ich eigentlich schon jeden Tag weg. Ja, aber trotzdem ist das jedem selbst überlassen. Also ich verurteile keinen, der irgendwie, keine Ahnung, Achselhaare hat oder das ist jedem selbst überlassen. Würdest du deine Brüste vergrößern lassen? Nein. Also ich würde meine Brüste definitiv nicht vergrößern lassen, weil ich sehr zufrieden mit meiner Brustgröße bin und dementsprechend habe ich sie auch nicht vergrößert, weil die Frage so oft kommt, ob ich meine Brüste abmachen lassen. Nein, habe ich nicht. Bei mir ist es halt so, sobald ich zunehme, nehme ich an den Brüsten und am Po zu und ja, also ich würde sie nicht machen lassen, nee. Sex unrasiert oder rasiert? Also ich, wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen. Ich finde es angenehmer, wenn beide Parteien rasiert sind. Aber ja, soll jeder machen, wie er möchte. Aber ich bin immer rasiert. Wie alt warst du bei deinem ersten Mal? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich glaube 15 oder so. Aber nochmal, weil viele mir auch immer schreiben, ja, ist das schlimm, dass, also ich bin schon 20 oder 25 und hatte noch nie Sex, das, Leute, das ist nicht schlimm. Und ich bin ja, also ich bin, wurde ja christlich erzogen, sage ich mal. Und deswegen wollte ich eigentlich halt wirklich bis zur Ehe warten. Habe ich leider nicht geschafft, aber es ist nicht schlimm. Ich finde es sogar eher besser, wenn man, sage ich mal, auf die richtige Person wartet. Aber das ist auch nur meine Meinung. War dein erstes Mal mit einer Frau oder einem Mann? Mein erstes Mal war mit einem Mann und ich habe auch nur mit einem Mann geschlafen. Aber ja, bei mir war das halt so, jeder hat so darüber geredet, ja, wie das ist, jetzt mit jemandem zu schlafen und keine Ahnung, die meisten hatten das auch schon. Und dann hatte ich halt auch so mein erstes Mal und dann dachte ich mir so, also der Junge ist wirklich super und so, ne? Und ich bin auch immer noch mit ihm befreundet, aber ich dachte mir so, wow, und das soll es jetzt gewesen sein. Und dann hatte ich natürlich auch irgendwann was mit Frauen und dann dachte ich so, okay, better. Hast du schon einmal Nacktbilder von dir verschickt? Nein, also nicht komplett Nacktbilder, weil ich immer, man hört natürlich immer so diese Horror-Stories, ja, und dann schicken andere irgendwelche Nacktbilder weiter oder dann wird das Handy gehackt oder sonst was. Also ich habe tatsächlich schon mal so Unterwäschebilder verschickt, aber so komplett Nacktbilder noch nicht, nein. Hattest du schon mal einen One-Night-Stand? Nein, ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Ich hatte generell noch nie Sex außerhalb von einer Beziehung. Also ich bin sowieso so, dass ich ja, die Katze im Sack kaufe, in Anführungszeichen. Das, was die meisten nie machen würden. Also ich habe erst Sex mit jemandem, wenn ich eigentlich mit der Person zusammen bin, ja. Die nächste Frage. Schaust du Pornos? Und wenn ja, wie oft?
Ja, ja, ich schaue Pornos. Aber es kommt auch darauf an, dass ich kann jetzt auch nicht sagen, irgendwie jeden Tag oder einmal die Woche oder einmal im Monat, so wenn ich halt Lust drauf habe. Manchmal habe ich mehr Lust, manchmal weniger, aber ja, schaue ich. Hast du eine sexuelle Fantasie, über die du noch nie mit jemandem gesprochen hast? Ich glaube nicht. Also wenn ich irgendwelche Fantasien habe, dann spreche ich, glaube ich, trotzdem so mit meiner Partnerin darüber. Aber trotzdem finde ich das natürlich nicht schlimm, wenn man das hat. Also man kann ja leben und leben lassen. Deswegen. Wurdest du schon mal von einer Frau ausgenutzt? Ja, wurde ich. Ich würde jetzt so, so gerne den Namen und die ganze Story erzählen. Aber da ich nicht so gemein wie andere bin, mache ich das nicht. Aber in der Tat ist das schon passiert. Und ich bin selbst so, dass ich halt immer, sage ich mal, zu gutmütig bin und mir auch alle Leute sagen, mach das so nicht. Zieh auch mal, sag ich mal, die Reißleine oder setz mal einen Punkt und ich lass mich halt ausnutzen. Aber egal, machen wir weiter. Bekommst du oft Penisfotos von Typen? Ja, schon. Also auch so Videos oder wenn ich gerade mal irgendwie so eine Folge oder eine Folge im On war, wo man halt, keine Ahnung, mich in Unterwäsche sieht oder so, dann kamen halt echt, echt viele solcher Fotos rein oder halt auch, wie gesagt, Videos. Und das Schlimme ist, manchmal, man sieht ja dann bei Instagram einfach nur so ein Foto oder so und manchmal klickt man ja einfach so drauf, so man denkt ja nicht direkt, dass da so ein Bild kommt oder so ein Video. Und dann sehen die, glaube ich, dass man das gesehen hat und dann schreiben die direkt, oh ja, du findest das richtig geil, ne? Und schicken noch andere Sachen. Ey, ich finde das so widerlich. Also ich blockiere das dann auch direkt, weil ich sowas einfach nicht sehen möchte. Wie zufrieden bist du mit deinem Penis? Ja, also die Länge ist eigentlich ganz gut. Die Dicke, die Breite auch. Nein, Spaß. Zum Glück habe ich keinen Penis. So Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf einen Teil 2 habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und vor allem schreibt mir weitere intime Fragen in die Kommentare. Die suche ich dann aus und werde dann einen zweiten Teil drehen, wenn ihr Lust darauf habt. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.